Der Konkurrenzkampf zwischen zwei Schauspielern erreicht in der Notaufnahme seinen dramatischen Höhepunkt. Wir haben morgen Premiere. Es passt nichts. Wir haben wirklich Zeitdruck. Wer sind Sie? Ah, ich bin Lara Proll, die Regisseurin von dem neuen Stück am Theater. Und ja. Ich bitte Sie, kümmern Sie sich darum. Wir haben echt keine Zeit. Hallo, ich bin die Schwester Ina. Hallo. Wer sind Sie? Ich bin Sven Meyer. Okay, was ist los? Warum sitzen Sie schon im Rollstuhl? Ich habe große Schmerzen. Haben Sie sich den selber geholt, den Rollstuhl? Ja, natürlich. Okay, haben Sie irgendwas an den Füßen? Oder? Nein, ich habe etwas am Arm. Am Arm, okay. Okay, ja. Es tut richtig weh. Ja. Ich kann kaum stehen, das ist... Fürchterlich. Ja. Also, fürchterlicher Schmerz. Was ist mit Ihnen? Warum sind Sie so nervös? Ja, wie gesagt, also wir haben morgen Premiere und es passt nichts. Wir müssen echt was trainieren. Passt ja nie, ne? Solche Geschichten passen ja nie. Ich bringe Sie jetzt einmal... Er ist dran schuld. Er ist So, jetzt ist mal Ruhe. Was ist los überhaupt? Warum? Er hat das Seil manipuliert. Dieser schmierige Schauspieler. Sven. Der kann doch nicht mal richtig spielen und Text behalten, diese Lusche. Was ist passiert? Erzählen Sie mal. Wir haben eine Probe gemacht, wir haben morgen Premiere. Ja. Was für eine Probe? Ein Film? Nein. Nein, Theaterstück. Okay. Mhm. Und dann bin ich runtergefallen, weil dieser Sack da draußen das Seil manipuliert hat. Nein, das ist jetzt nicht die Frage hier, wer was gemacht hat. Die Frage ist nur, wann wir wieder proben können, bitte. Eins nach dem anderen. Sie sind von einem Seil gefallen? Ist das Seil gerissen? Von der Decke. Von der Decke. Und das Seil war an der Decke? Oder wie darf ich mir das vorstellen? Weil sie wollte unbedingt, dass ich reinschwebe in die Kulisse. Okay. Und dass es jetzt dabei rauskommt, wenn ich auf dich höre. Ja. Und dann dieser Typ. Nachdem das Seil, mit dem der Patient über die Bühne hätte schweben sollen, gerissen ist, war dem Patienten klar, dass sein Darstellerkollege dafür verantwortlich war und ihn als großen Konkurrenten ausschalten wollte. Dass diesen aber ganz andere Dinge beschäftigten, war uns zu dem Zeitpunkt nicht klar. Aus was für einer Höhe sind Sie gefallen? Ein Meter. Es war maximal ein Meter. Sie erinnern sich auch noch an alles? Sie sind nicht auf den Kopf gefallen? Nein, ich bin nur auf das Gelenk, auf den Arm gefallen. Sie haben nicht gebrochen im Verlauf, Ihnen geht es gut, Sie waren nicht bewusstlos. Ihnen tut das Handgelenk weh, der Arm? Okay, gut. Können Sie den Arm heben? Aktiv? Es ist schwer, ich nur unter Schmerzen. Es ist schwer, okay, nur unter Schmerzen. Ich mache hier eine Schwellung, Ina, du unterstützt ihn so ein bisschen. Das Schulterblatt, tut das irgendwo weh? Nein, das Schultergelenk hier, wenn ich drücke, tut's nicht weh. Es zieht nur von da rein. Okay, wenn ich Sie an den Unterarm berühre, fühlt sich das auf beiden Seiten gleich an? Das fühlt sich gut an. Okay, wenn ich Ihre Finger antippe, das spüren Sie auch? Und mit den Fingern wackeln, geht das? Ohne Schmerzen? Das zieht nur hier rein. Okay, gut, wunderbar. Wir würden Sie jetzt einmal röntgen, eine Aufnahme von dem Handgelenk machen und von den anliegenden Gelenken und den Knochen, um zu schauen, ob da vielleicht etwas gebrochen sein könnte oder nicht. Je nachdem würde sich die weitere Therapie gestalten. Kann ich morgen wieder spielen? Ja. Diesbezüglich kann ich jetzt noch keine verlässliche Aussage treffen. Lassen Sie uns einmal das Röntgenbild abwarten, dann können wir sehen, was dabei rauskommt. Während das Handgelenk des 32-Jährigen geröntgt und geschient wird, schweigt sein Kollege Martin weiterhin zu den heftigen Vorwürfen. Regisseurin Lara hat keine Nerven, den Streit zu schlichten. Ihre größte Sorge gilt der anstehenden Premiere. Das sieht alles sehr positiv aus. Sie hatten Glück im Unglück. Es handelt sich um einen glatten Bruch, muss ich sagen. Der Speichel, wie schon vermutet, ist das der wirklich typische Ort für so eine Verletzung, wie Sie sie mir beschrieben haben. Wir haben jetzt schon die Schiene angelegt. Die bleibt jetzt ungefähr 4 Wochen bestehen. 4 Wochen? Das ist eine gute Therapie. Nach der 4 Wochen wird einmal eine Röntgen... Entschuldigen Sie bitte, dürfte ich einmal ganz kurz aussprechen? Danach können Sie weitermachen. Ich verstehe Sie, ich verstehe auch Ihren Unmut. Siehst du, das ist genau das, was er haben wollte. Er wollte mich raushaben, damit er die Hauptrolle bekommt. Nein, schau, erstens, es ist sehr gut, dass du nicht operiert werden musst. Das ist sehr, sehr gut. Ach, keine Operation. Ihr versteht das nicht. Ein sehr unkomplizierter Bruch. In einem klassischen Stück. Also ich konnte die Regisseurin doch verstehen, dass sie Zeitdruck hatte und zumindest... war es ja auch so, dass sie morgen die Premiere hatte. Aber in dem Moment ging mir natürlich die Gesundheit des Patienten vor. Dann wendete sich jedoch das Blatt und es geschah etwas, was ich nicht erwartet habe. Weißt du was? Wir sind jetzt einfach froh, dass es dir gut geht. Ich brauche dich jetzt mal bitte sofort, ja? Okay. Du musst doch bitte einmal mitkommen. Was ist denn passiert? Ja, komm bitte einmal mit. Ich habe hier einen Patienten hier, dem geht es gar nicht gut. Ich glaube, den müssen wir mal rüberbringen. Vielleicht, Herr Brecht, haben wir irgendwie einen Rollstuhl? Wir bringen Sie in den Behandlungsraum, ja?
Ja. Männchen, darf ich einmal Ihre Hand fühlen? Du, der Puls ist ein bisschen unregelmäßig. Ja. Alles ja. Können Sie sich aufrichten einmal? Herr Brecht, wir müssen Sie jetzt einmal rüberbringen, ja? So. Können Sie einmal kurz von alleine aufstehen? So. Und einmal nur hier rüber. Genau, Sie setzen sich einmal hier rein. Nehmen Sie kurz die Füße hoch. Was ist das? Die Getränkwasser steht? Ist das die Cola oder was? Ja, den habe ich, ne? Herrn Brecht war schwitzig, er hat sehr auffällig geatmet. Und als ich seinen Puls fühlte, fühlte ich eine Unregelmäßigkeit, was auf Herzrhythmusstörungen hindeutete. In so einem Fall muss man natürlich sehr schnell handeln und den Patienten in den Schockraum bringen. Herr Brecht, schauen Sie mich mal an. Versuchen ganz ruhig zu atmen. Einmal die Hand, bitte. Ich nehme einmal Ihre Schnöpfe, müssen wir aufmachen. Ja, so. Perfekt. Ich verkabel Sie einmal, nicht erschrecken. Ja. Wir machen EKG dran, ich brauche auch noch einen Blutdruck und ich horche schön in der Zeit tief ein- und ausatmen, nicht so flach atmen, ja. Langsam ganz atmen. Ganz schön schnell. Ja. Unregelmäßig. Ich krieg keine Luft. Ja, schön tief ein- und ausatmen, nicht so hektisch atmen. Versuchen, ein bisschen langsamer zu atmen. Das ist hilfreich. Da geht es Ihnen vielleicht auch ein bisschen besser. Oh, alles zittert bis zu meinem Gesicht. Ja, ja. Das ist sehr unangenehm, ne? Ja. Wir schauen jetzt einmal. Oh. Schau mal, Chevin, das ist schon. Das ist schon recht eine supraventrikuläre Tachykardie. Ja. Ich will nicht sterben. Sie sterben. Nein, wir machen alles, dass Sie hier nicht sterben. Okay. Ina, ich würde dich bitten, mal ein Glas Eiswasser zu besorgen. Ja. Ich glaube, wir brauchen als erstes ein Vagusmanöver, um die Tachykardie in den Griff zu kriegen. Ja. Gut, Ihr Herz ist momentan sehr, sehr, sehr schnell. Und wir versuchen, das jetzt über eine Nervenreizung ein bisschen langsamer zu machen. Der Patient hatte ernsthafte Probleme und hatte Todesangst. Er hatte ein enges Gefühl in der Brust und er fühlte sich sehr beklemmt und konnte schwer atmen. Was jedoch im Endeffekt zu diesem Zustand führte, überraschte uns alle. Sonst ist das Herz immer gesund. Ina, wir brauchen ein Routinelabor und auf jeden Fall einen Trop-T-Schnelltest vorher, um einen Herzinfarkt auszuschließen. Darf ich bitte das Glas Wasser bekommen? Herzinfarkt? Dankeschön. Ja, ich hab doch keinen Herzinfarkt. Man muss einmal in jede Richtung denken. Kommen Sie einmal ein bisschen hoch. Ich helfe Ihnen beim Strinken. Okay. Nehmen Sie ruhig einen großen Schluck und behalten den kurz im Mund. Und noch einmal. Okay. So eine richtige Langsamung sehen wir jetzt nicht. Okay. Dina, das bringt alles leider gar nichts. Ich kriege immer noch Kürbis. Ja. Soll ich dir was aufziehen? Ja, zieh doch mal einen Beta-Blocker auf, dann spritzen wir ein bisschen was. Sie kriegen jetzt einmal ein Medikament von ihr. Hier. Danach wird es Ihnen besser gehen. Ja? Das wird so langsam wirken. Sie brauchen jetzt gar keine Angst zu haben. Wir tun alles, damit Sie hier wieder besser atmen können. Nicht erschrecken, es wird einmal ein bisschen kalt in der Vene. So, vom EKG sieht man jetzt auch schon, dass es langsam runtergeht von der Tachykardie. Wie fühlen Sie sich? Ich krieg Luft. Es war offensichtlich, dass es dem Patienten nicht gut ging und ich war sehr froh, dass ich ihn gut stabilisieren konnte. Aber zu diesem Zeitpunkt war mir noch nicht klar, wo diese Beschwerden alle herkommen. Hatten Sie sowas schon mal? Also ab und zu dieses Herzrasen. Ja. Ja, das habe ich schon öfter gehabt. Okay. Ja, ungefähr vor 4 Wochen. So seit 4 Wochen habe ich das aber regelmäßiger, wenn Sie das, ja. Und das fühlt sich genauso an, wie es jetzt war oder ist es anders? Nee, das ist jetzt deutlich schlimmer gewesen. Aber wenn ich jetzt überlege, ich habe das immer gedacht wegen der Nervosität vor der Premiere, wissen Sie? Bei Unregelmäßigkeiten im Herzschlag sollte man sofort einen Arzt aufsuchen. Wenn das Herz mal stolpert oder pocht oder mal schneller schlägt, kann dies ein Hinweis für eine relevante Herzrhythmusstörung sein, die auch dringend abgeklärt werden sollte. Weißt du, ich... Ja, ich nur ungern. Also wegen Premiere morgen, guter Stichwort. Wenn es ihm besser geht, glaube ich. Naja, Moment. Also, wir haben jetzt eine akute Situation, die haben wir jetzt gerade erst beherrscht. Ich würde jetzt erstmal noch mal kurz, Schwester Ina, Trop-Test ist negativ. Ist negativ, super. Ja. Ein Herzinfarkt kann ich vorerst ausschließen. Wir brauchen jedoch noch weitere Untersuchungen, um rauszufinden, was die Ursache für dieses Geschehen jetzt gerade war. Wir warten jetzt einmal die großen Laborwerte ab und ich würde Sie bitten, einmal kurz hier in diesem Raum zu bleiben. Danach werden Sie an einen Überwachungsmonitor auf unserer Intensivstation noch mal eine Nacht mindestens bleiben. Zur Überwachung. Das Gefährliche an Herzrhythmusstörungen sind vor allem die Spätfolgen. Es kann zu einer zunehmenden Herzschwäche kommen, es kann zu Herzinsuffizienz kommen und im schlimmsten Falle kann dies auch zum Tode führen.
Um weiteren Stress für den 36-Jährigen zu vermeiden, wird sein Konkurrent nach Hause geschickt. Zwei Stunden später hat Chevin Glück Martins Ultraschallbilder und Laborwerte analysiert. Das Schlimmste kann die Ärztin ausschließen, doch es gibt ein anderes Problem. Was jedoch auffällig ist, ist ein Mangel an Kalium. Also das Kalium ist deutlich erniedrigt im Blut. Das kann mal ursächlich für Herzrhythmusstörungen sein. So, das Kalium ist ein Elektrolyt vom Körper. Das ist dafür zuständig, dass die Zellen und die Nerven und die Muskeln gut funktionieren. Wenn man halt zu wenig davon hat, dann kann es schon mal sein, dass das Herz ein bisschen verrückt spielt. Müssen wir mal gucken, woran das denn liegt. Das kann zum Beispiel davon kommen, dass man Verluste hat, also sehr viel Körperflüssigkeit verliert. Wie ging es Ihnen die letzten Tage? Hatten Sie vielleicht Durchfall oder Erbrechen oder Ähnliches? Nee, nichts dergleichen. Nichts dergleichen? Nee. Okay. Ein anderer Grund dafür wäre zum Beispiel die Ernährung. Wir haben ja gerade schon mal gesprochen, wenn man sich sehr kaliumarm ernährt, kann dies auch zu einer Elektrolytverschiebung führen. Wie haben Sie sich die letzten Tage ernährt? Ja, regelmäßig. Ich habe halt... Ja, gegessen habe ich regelmäßig. Mhm. Was haben Sie so getrunken? Ach ja. Alkohol, Energy Drinks? Nee, aber Cola. Mhm. Wie viel? Glas ist ja erlaubt. ja. Puh. Also schon mehr als ein Glas? Ja, was heißt mehr als nur ein Glas? Also ich glaube, ich habe... Deutlich mehr? Ja, also in den letzten 3 Monaten habe ich bestimmt mehrere Liter mich reingeschüttet. Täglich? Ja, täglich, nachts, um wach zu bleiben. Wissen Sie, ich bin seit Jahren Schauspieler, ja, und ich habe immer Lampenfieber und ich habe eine riesen Textschwäche und ja, ich habe die Cola getrunken, um mich halt zu pushen, um den Text reinzukriegen. Okay. Okay, also die Cola kann schon dafür ursächlich sein. Das passt alles ganz gut zusammen, dass Sie durch diesen exzessiven Cola-Konsum Ihren Körper völlig aus dem Gleichgewicht gebracht haben. Es ist folgendermaßen, wir würden das jetzt einmal substituieren, das heißt ausgleichen wollen. Das machen wir auch ganz schonend erstmal, das darf man nicht so schnell machen. Wir nehmen dafür ein paar Brausetabletten mit Kalium, die werden Sie auch noch nach dem stationären Aufenthalt weiternehmen müssen. Und dann sollte man das doch einmal auch beim Hausarzt, wenn Sie entlassen sind, wieder kontrollieren. Wir werden Herr Brecht jetzt einmal über Nacht überwachen am Monitor und gucken, dass diese Herzrhythmusstörungen nicht nochmal auftauchen. Am morgigen Tag wird er einmal noch mal eine Laborkontrolle bekommen und danach, wenn alles gut ist, darf er hoffentlich nach Hause und noch ein bisschen proben. Aber glaubst du mir das mit dem Seil? Ich habe das noch nie gesehen. Ich war da noch nie dran. Dieses Seilthema, wirklich, ich kann es nicht mehr hören. Das habe ich zu meinem Abschluss bekommen. Ich war die Jahrgangsbeste in meinem Regiestudium. Mein Professor hat mir das geschenkt. Dieses Seil hat tausende von Inszenierungen überstanden. Wenn Sie wüssten, wen dieses Seil schon hochgezogen hat. Falls ich das noch mal zusammenfassen darf, habe ich das richtig verstanden? Dieses Seil ist aus Ihrer Studiumzeit übrig, ein Überbleibsel gewesen? Genau, das hat mein Professor schon genommen. Wie lange ist das her ungefähr? Oder wie alt ist das Seil? Jahre. Das Seil ist schon, meine Güte, ich habe das jetzt sicher schon 15 Jahre rum. 15 Jahre? Ja, ja, und er hat es schon genommen. Aber dann halte ich die Sache doch für eindeutig, dass das niemand schuld sein kann und dass da niemand boshaft dieses Seil angeschnitten hat. Das Seil war alt, das Seil war porös, das darf mal reißen. Das Seil war Laras Glücksbringer. Heute brachte es Pech. Martin hat seinem Schauspielkollegen Sven verziehen, dass er ihn beschuldigt hat. Beiden geht es wieder gut. Da Martin auf Cola verzichtet, haben sich seine Kaliumwerte normalisiert. Laras Premiere wurde dank eines Ersatzdarstellers ein großer Erfolg.